Fünf Minuten noch. Ich atme ein. Durch meine Brust sticht das Ziehen, das ich so gut kenne. Für einen Moment schließe ich die Augen, sehe die hellen Lichter vor mir durch den rötlichen Schimmer meiner Lider und wäge ab. Viel zu lang. Gedanken jagen durch meinen Kopf. Wie schnell schaffe ich es zur Tür? Wie schnell hier raus? Wie schnell schaffe ich es, allein zu sein? Wie schnell schaffe ich es, aber langsam, betont langsam genug, damit niemand merkt, dass etwas nicht stimmt. Bei mir, mit mir. Vier Minuten noch. Ich öffne die Augen wieder. Sie reden mit mir, sehen mich an, reden weiter. Ich stehe auf, viel zu langsam, und spüre, wie meine Lippen entschuldigende Worte murmeln. Worte, die ich selbst nicht verstehe. Ich drücke die Fingernägel meiner linken Hand in die Haut meiner Handfläche, ohne eine Miene zu verziehen. Vielleicht bemerken sie dann nichts. Der Nagel meines Ringfingers bohrt sich tief in mein Fleisch und ich atme zitternd aus. Ich heiße den Schmerz willkommen. Drei Minuten noch. Der Kloß in meinem Hals schnürt mir die Kehle zu. Mein Atem ist leise, leise, viel zu leise und dann laut. Ich steuere zu auf den Ausgang, auf die Tür, auf die Stelle, dort, wo niemand ist, außer mir und meinem Atem. Schritte werden schneller. Linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, links, rechts, links, rechts, links, rechts und weiter. Ich renne fast. Zwei Minuten noch. Ich erreiche die Tür und die Klinke liegt eisekalt in meiner rechten Hand, als ich den hellen Raum und die lauten Stimmen hinter mir lasse. Das Klicken der Tür, die ins Schloss fällt, hallt durch meinen Kopf viel zu viel. Ich gehe in die Knie, rutsche an der Wand neben der Tür hinab, fasse keinen klaren Gedanken mehr. Meine Augen sind beschlagen und mein Kopf ist es auch. Eine Minute. Es beginnt mit einem Ziehen in der Brust, mit einem Schwitzen der Hände und mein Atem wird schwer, schwer, schwerer. Ich atme viel zu laut und dann jetzt. Genau du da, ne? So mal zwischen uns, zwischen dir und mir. Du bist dieses Scheißgefühl, das mich so unnormal nervös macht, ne? Ganz genau du. Ich kann kein Risiko mehr eingehen. Ich fasse keinen klaren Gedanken mehr und ich Scheiße! Ich stotter rum. Mein Kopf ist einfach nur ein Chaos, wie eine scheiß verfickte Baustelle. Und diese Stimme, ich höre nur noch diese Stimme in meinem Kopf. Was? Du schaffst das nicht. Du kannst das nicht. Du schaffst das nicht. Du kannst das nicht. Ich schaff das nicht.
daran denken, wie es für uns weitergeht? In unserer Erde? In unserer Zukunft? Weißt du was, Angst? Ich würde viel lieber fühlen, fallen, fliegen. Sorgen zu den anderen schieben. Sachen packen. Kein schlechtes Gewissen haben, dass ich die Welt bereite, während sie untergeht. Ich würde da sein, wenn wir alle und auch du, Angst, die Welt vermissen. Und wo meine Zukunft noch meine ist. Ich will eine Zukunft, eine Erde haben. Und ich will mit Selbstbewusstsein der Stimme sagen, in diese Welt möchte ich Kinder setzen. Angst, ich spüre dich so oft, wenn ich daran denke, dass ich vielleicht keine Zukunft habe. Ich spüre dich so oft als Klingel in meinem Kopf. Sagen, wo ich in einer Welt lebe, in der schon wieder Faschistinnen an die Macht kommen, weil sie frustriert sind, weil sie nicht nachdenken, weil sie die Taten und Folgen haben. Wann werden wir doch alle falsch und ungewollt? Nicht weiß, straight, cis, deutsch, weil wir eine andere Meinung haben als diejenigen, die die Macht haben wollen. Jedes Mal, wenn sie anfangen, die Parolen zu schreien, will ich nur diese Stimme übertönen, bis sie niemand mehr mit dieser Scheiße erreichen kann. Du schaffst das nicht! Angst macht mir Angst. Angst macht mir Angst.
Hallo. Manchmal merke ich aber, dass ich dich eigentlich brauche. Ah ja? Ja, ja, ich brauche dich. Ich brauche dich, um dein Gegenteil zu fühlen. So zum Beispiel Mut. Übermut. Leichtsinn. Optimismus. Freiheit. Oder auch Zuversicht. Und vielleicht ein bisschen von allem. Weil dein Gegenteil vielleicht irgendwo dazwischen liegt. Zwischen uns? Zwischen uns allen! Was ist dein Gegenteil von Angst?